Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir nähern uns dem Ende der numismatischen Woche. In diesem Video geht es um die letzten 5 D-Mark Gedenkmünzen von 1977 bis einschließlich 1979. In der Summe sind es 5 Stück. Auch diese Münzen haben allesamt einen Feingehalt von 625 Tausendstel respektive 7 Gramm Feinsilber. Der Rest besteht aus Kupfer. Alle 5 D-Mark Gedenkmünzen seit 1953 von mir vorgestellt habe ich euch hier oben verlinkt. Im Folgenden geht es chronologisch weiter. Wir machen also weiter mit der 24. Gedenkmünze seit April 1977 anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Friedrich Gauß, dessen Konterfei die ältere Generation noch von dem 10-D-Mark-Schein her kennt. Ich möchte einmal ganz nebenbei bemerken, dass zumindest ich die deutsche Mark sehr vermisse. Jedenfalls war Gauß ein deutscher Mathematiker, mit dessen Namen sich unter anderem die Normalverteilung in der Stochastik verknüpfen lässt, die sogenannte Gaußsche Glockenkurve. Die 25. Gedenkmünze hingegen, ebenfalls 1977 ausgegeben, erinnert an den 200. Geburtstag von Heinrich von Kleist, ein deutscher Dramatiker, Erzähler, Lyriker und Publizist. Die 26. Gedenkmünze wurde anlässlich des 100. Geburtstages von Gustav Stresemann ausgegeben, ehemaliger Reichskanzler und Reichsminister des Auswärtigen. Er trug seinerzeit vor allem zur Verbesserung der Beziehung mit Frankreich bei und erhielt 1926 den Friedensnobelpreis. Im Übrigen war Stresemann neben unter anderem Albert Schweitzer und Willy Brandt einer der wenigen deutschen Preisträger. Seit den frühen 1970er Jahren hat kein Deutscher mehr einen Friedensnobelpreis erhalten, gleichwohl Deutschland es sich offenbar zur Mission gemacht hat, sich selbstlos für alle anderen Kulturen in der Welt aufzugeben. Aber machen wir weiter. Die 27. Gedenkmünze gedenkt dem 225. Todestag von Balthasar Neumann, ein deutscher Baumeister. Und die 28. und letzte Gedenkmünze unter den silberhaltigen 5 D-Mark-Münzen wurde anlässlich 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut im April 1979 ausgegeben. Diese wissenschaftliche Forschungseinrichtung führt unter anderem Ausgrabungen und Forschungen im Bereich der Archäologien, Altertums- und Kulturwissenschaften durch. Damit sind wir am Ende der numismatischen Woche angelangt. In der Summe gab es 28 silberhaltige 5 D-Mark Gedenkmünzen von 1953 bis einschließlich 1979 zu bestaunen. Es gibt zwar noch 15 weitere 5 D-Mark Gedenkmünzen von 1980 bis 1986, aber diese Münzen sind grundsätzlich nicht in Silber geprägt worden und insofern ihr aber euch trotzdem eine Vorstellung dieser restlichen 5 D-Mark Gedenkmünzen wünscht, dann schreibt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Einstweilen alle silberhaltigen Gedenkmünzen der deutschen Mark von mir vorgestellt, findet ihr hier oben verlinkt. In jedem Fall hoffe ich, dass euch diese kleine Videoserie diese Woche genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Wenn ihr kein zukünftiges Video von mir verpassen möchtet und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir sehr weiterzumachen. Gerade in solchen Videos wie Münzvorstellungen steckt eine ungeheure Arbeit. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, ein tolles Wochenende und gerne bis bald.